Facebook ist ein Phänomen, das eine ganze Generation beschäftigt. Jeder nutzt es, jeder kennt es und diskutiert darüber. Und es kommt ihm niemand aus. Als Umschlagplatz für soziale Beziehungen aller Art erlangt gerade der Marktführer immer größere ökonomische Macht und politische Bedeutung. Wie lässt sich jetzt aber das soziale Netzwerk in unserer Gesellschaft verorten? Welche Ökonomie steckt hinter dem Like-Button und wer ist der eigentliche Drahtzieher, der uns dazu bringt, uns selbst zu vermarkten? In ihrer Publikation Generation Facebook versuchen die Herausgeber Theo Röhle und Oliver Leistert, diesen und weiteren Fragen auf den Grund zu gehen. Und dazu haben sie zahlreiche namhafte deutschsprachige Wissenschaftler eingeladen, ihre Thesen zu formulieren. Sie haben die wichtigsten Facetten des Phänomens untersucht und die Konsequenzen dieser neuen Form von Sozialität. Einer der Herausgeber, Theo Röhle, und die Autorin Caroline Wiedmann sind zu Gast an der Universität Wien im Rahmen der Vorlesung Mediengeschichte vom Institut der Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Wie kommt es jetzt dazu, dass Sie heute die Autorin Caroline Wiedmann und den Herausgeber Theo Röhle hier eingeladen haben nach Wien? Es war ganz wichtig, beide hier nach Wien einzuladen, weil Theo Röhle ein Standardwerk über Facebook im deutschsprachigen Raum vorgelegt hat. Das ist der einzige Sammelband, der systematisch breit angelegt, aber auch so einer sozialen, medienkritischen Perspektive Facebook untersucht. Und deswegen haben wir ihn eingeladen und Caroline Wiedmann ist jemand, der eine Autorin, die sich sehr genau auf die Herrschafts- und Machtprozesse, die auf Facebook ablaufen, untersucht. Und beide versuchen, deswegen habe ich beide auch eingeladen und das ist sozusagen eine Klammer in diesen Vorträgen, Facebook auch in so eine soziale, kulturelle Gegenwartsdiagnose einzubetten, um zu sagen, okay, Facebook ist ein Indikator für bestehende Gesellschaftsordnungen. Und deswegen kommen die beiden hier nach Wien und haben ihre Sache, glaube ich, ganz gut gemacht. Bei den Workshops diskutierten die Studentinnen und Studenten über die Vermarktungssysteme von Facebook, Bildkulturen und Alternativen zu der marktbeherrschenden Plattform. Ja, Frau Wiedmann, wie kommt man jetzt auf die Idee, über Facebook zu schreiben? Was fasziniert Sie persönlich auch an der ganzen Maschinerie? Ich habe als erstes StudiVZ für sehr ungewöhnlich erstmal gehalten. Also das sind ja Varianten miteinander zu kommunizieren, die es vor eben diesen Social Networking Sites noch nicht gab und fand es ganz spannend, wie viele Leute das angezogen hat und wie die Leute sich da auch sofort mit dieser Art, wie in welche Raster sie da gepresst werden, auch einfach abgefunden haben. Und es hätte ja ganz andere Möglichkeiten noch gegeben oder es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, andere Formen von Social Networking im Netz zu betreiben. Und dass dann die Userinnen alle zu Facebook springen, fand ich halt interessant und habe mich gefragt, warum ist das so, warum etabliert sich gerade eine Seite so sehr? Im Anschluss an die Workshops gab es dann eine Vorlesung von Caroline Wiedmann und Theo Röhle im Hörsaal C1 des Campus. Hier legten die beiden ihre Thesen zu den Netzwerken dar. Wiedmann betrachtete das soziale Netzwerk unter den Aspekten der Selbstdarstellung im Rahmen der Profilbildung, den Dokumentationstools im Anwendungsbereich und auch der Feedbackschleifen durch die Freunde. Röhle sprach über die Open Graph-Funktion und ging der Frage nach, inwieweit die Transparenz bei Facebook eine Selbststeuerung der Gesellschaft erreichen könnte. Herr Röhle, wie kommt es dazu, dass Sie heute bei uns an der Universität Wien sind? Oh, wie das kommt. Ja, ich habe ein Buch mit herausgegeben, das heißt Generation Facebook. Das war eigentlich der Versuch, aus dieser eher feuilletonistischen Betrachtung von Facebook ein bisschen rauszukommen und immer nur böse und gut quasi gegenüberzustellen oder so eine Art Faszination und wirklich mal medienwissenschaftlich das Ganze sich anzugucken und eine kritische medienwissenschaftliche Perspektive darauf zu entwickeln. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben schöne Autoren und schöne Beiträge versammelt. Das Buch ist im Oktober erschienen und wir haben das jetzt heute nochmal einige Aspekte des Ganzen hier zusammen durchgesprochen. Und sind Sie selbst bei Facebook aktiv? Allerdings hauptsächlich um zu gucken, also wie das Ganze funktioniert. Ich denke, man muss sich schon mal damit auch als Nutzer befasst haben, um überhaupt darüber was sagen zu können.
Allerdings sehe ich das Ganze schon sehr kritisch und würde schon auch dafür plädieren, dass man eigentlich lieber zu anderen Plattformen wie Diaspora oder Friendica wechselt. Also ist es eben so, dass natürlich die, wie ich es auch gerade gesagt habe, dass es sehr vergleichbare Profile sind, dass es ähnliche Raster sind, in die man, also man trägt quasi in kleine Felder ein, was so die Lieblingsbücher sind, was man so für politische Einstellungen hat. Das wird auch alles sehr gleichgestellt darauf und lässt einem nicht unbedingt persönlich Freiraum, seine politische Haltung nochmal genau auszuformulieren oder eben überhaupt, wie es eigentlich Homepage ist oder wie es das Internet bieten würde, ganz frei selbst sich Blogs zu gestalten und so weiter, sondern man wird da eben in Raster gepackt, die dann sich untereinander auch wiederum, also die Profile lassen sich eben vergleichen und dementsprechend auch in Konkurrenz setzen und so entspricht es dann doch so Evaluationsprozessen. Die Studentinnen und Studenten der Uni Wien wurden angeregt, sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive mit Facebook zu beschäftigen.